Jo Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Enrico Italia. Inspiriert wurde ich vom Janemann für dieses Video. Shoutout an dich, Digga. Und wir schauen einfach mal einen kleinen Clip von dir an. Und was man damit so Schönes machen kann, das seht ihr jetzt mal. Und jetzt pimpen wir Janemann Show. Ihr wollt wissen, wie ich den 99,5% ausgerechnet habe? Ich habe da wirklich mit Professoren und Doktoren geredet. Und zusammen haben wir ausgerechnet, dass es 99,5% sind bei GTA 5-Spielern, die es nicht wissen, dass diese Orte in GTA Online existieren, meine Damen und Herren. Das ist Revolution! Auf dem ersten Platz haben wir einen sehr besonderen Ort, den wirklich sehr wenige Leute kennen, nämlich der Mount Chiliad. Diesen Ort kennen wirklich nur 0,5%. Okay, Spaß. Jetzt geht's los mit dem ersten Ort. Auf dem ersten Platz haben wir wirklich einen sehr interessanten Ort, den wahrscheinlich gar nicht mal so viele Leute kennen werden. In GTA 5 natürlich weiß ich nicht, wie viele Leute jetzt ungefähr diesen Ort kennen oder auch nicht. Also ich weiß nicht, die prozentuale Anteile der Leute, die ihn jetzt kennen oder auch nicht, ist natürlich ganz klar. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass dieser Ort wunderschön ist. Und falls man zum Beispiel auch gerade mal eine Langeweile in GTA Online hat, kann man den auf jeden Fall mal besuchen. Ihr seht auch gerade die Location von diesem Ort, wo dieser Ort sich überhaupt befindet. Das ist ja sehr wichtig. Und ihr seht auch gerade, dass man dort auch reingehen kann in dieser Höhle und ich finde diesen Ort wirklich richtig nice. Ihr dachtet, der erste Ort wäre schon heftig, dann schaut erstmal den zweiten Ort an. Der ist nämlich noch heftiger und ihr seht auch gerade im Hintergrund, ihr müsst erstmal diesen schönen Bach hinaufgehen oder auch fahren, wie auch immer. Und dann werdet ihr schnell feststellen, dass ihr eine wunderschöne Aussicht habt über die ganze City von GTA 5. Zwischendurch könnt ihr auch das Observatorium sehen und dann seht ihr diese große Höhle. Wenn ihr dort dann reingeht, dann werdet ihr wirklich einen wunderschönen Ausblick haben und ich kann euch wirklich mal empfehlen, dort reinzugehen. Bei Standardskin, seinem Livestream, war dort auch ein Bär drin, also Shoutout an dich, Digga. Aber auf jeden Fall eine richtig geile Location, wo die sich befindet, seht ihr auch gerade im Hintergrund. Und zwar an dieser Hauptstraße, die zu Blaine County führt. Dort müsst ihr einfach nur geradeaus fahren. Und dort, wo diese Abzweigung ist mit dem Bach, dort müsst ihr dann einfach nur hochfahren und zu dieser Höhle fahren. Die werdet ihr auf jeden Fall nicht übersehen. Ihr denkt, ihr kennt alle geheimen Orte in GTA 5. Ihr kennt wahrscheinlich genauso gut auch wie ich diesen schönen Strand in GTA 5, keine Frage. Aber was ihr vielleicht nicht kennt, ist diese Röhre in GTA 5. Ihr habt richtig gehört, eine Röhre in GTA 5. Was ist daran so besonders? Naja, man kann einfach in diese Röhre reinlaufen oder auch mit dem Motorrad reinfahren und kann da seine Freunde verarschen, dass man anscheinend auf der Straße ist, aber in Wirklichkeit unter der Straße ist. Und wo die Location sich dazu befindet, seht ihr auch gerade im Hintergrund. Dazu könnt ihr euch einfach diesen Wendepunkt hier merken, ganz oben bei der Map ist und dort müsst ihr einfach nur hinfahren oder auch hinlaufen, wenn ihr hinlaufen wollt. Viel Spaß dabei. Und ihr seht auch gerade, dass man dort easy reinlaufen kann. Man kann dort coole Snapmatic-Fotos machen oder man kann seine Freunde trollen, dass man sie verarscht, dass man auf der Straße ist. Finde ich auf jeden Fall richtig nice von Rockstar Games, dass sie das mit in GTA 5 eingebaut haben. So eine coole Secret Location. Auf Platz Nummer 4 haben wir einen Geheimort in einem bekannten Ort. Wie meine ich das? Ihr kennt wahrscheinlich alle den Minenschacht in GTA 5, der auf PS4, Xbox One und PC existiert. Den könnt ihr auch im Online-Modus betreten, ganz einfach. Wie fragt ihr euch vielleicht jetzt, falls ihr noch nicht ausprobiert habt im Online-Modus? Ihr müsst einfach nur dagegen fahren oder auch das Ganze sprengen mit explosiven Waffen und dann könnt ihr schon reinlaufen. Aber wir laufen nicht rein, sondern wir brauchen dazu einen Freund, der einen Kuruma hat. Am besten fährt er so lange vorwärts, bis er zur zweiten Gabelung kommt. Dann werdet ihr feststellen, wenn ihr die beiden Gabelungen zweimal links gefahren seid, dass ihr dann eine kleine Gasse habt. Dort werdet ihr dann reinfahren und an dieser Gasse wird euer Freund dann wenden müssen mit eurem Kuruma und dort fährt er rückwärts in die Gasse rein und dann macht ihr das gleiche, was ihr auch gerade im Hintergrund gesehen habt und ihr werdet in einen geheimen Raum im Minenschacht rein teleportiert und das ist richtig fett. Wie gesagt, ihr braucht dazu einen Kollegen, der euch da hilft mit einem Kuruma. Das ist sehr wichtig, dass es ein Kuruma ist, denn das ist mit das einzige Fahrzeug, was in diesem Minenschacht fast ohne Probleme rumfahren kann. Wie gesagt, euer Freund muss dann rückwärts fahren in diese Gasse und ihr müsst euch dann so anlehnen, wie ich das auch im Gameplay gemacht habe und dann fährt er ein bisschen Wumms gegen euch und ihr werdet feststellen, dass ihr dann in diesem Raum drin seid und ich denke mal nicht, dass ihr diesen Raum schon in GTA Online kennt.
Die nächste Secret Location kenne ich eigentlich nur durch Standards, also Props wieder an dich, Digga, hast auf jeden Fall einen richtig geilen Ort gefunden. Und welchen Ort meine ich hier natürlich? Ein geheimen Hotelort, wo man auf jeden Fall mal ein bisschen seine Ruhe haben kann in GTA Online. Und ich finde es richtig nice, dass es hier auch wieder so Liegestühle gibt und natürlich auch Sonnenschirme und alles, was natürlich ein Hotel auch haben muss. Und ihr seht auch hier deutlich, dass hier auch ein Pool ist, wie man da natürlich dann auch reinkommt. Werde ich euch natürlich auch noch zeigen und wo die Location ist, werde ich alles noch gleich zeigen, aber erstmal noch ein bisschen hier mit dem Rockstar Editor spielen. Ihr wisst Bescheid. Und ihr seht auch gerade, wo die Location sich befindet, und zwar hier nahe dem Eclipse Tower. Dort müsst ihr einfach dann nur mit einem Auto oder auch hinlaufen, wie auch immer. Und dort müsst ihr dann einfach nur durch diese Unterführung einfach durch. Ihr müsst aber nicht die linke Treppe nehmen. Ihr nehmt am besten einfach die rechte, klettert dann einfach hier hoch und werdet feststellen, dann wundert euch nicht, dass ihr einfach auf diesem Dach seid. Ganz normal einfach geradeaus weiterlaufen. Dort weiter geradeaus werdet ihr dann feststellen, dass ihr einmal geradeaus hochklettern müsst. Und dann seht ihr schon, dass dort eine Leiter ist, dann eine Tür, und dann würdet ihr feststellen, dass ihr dann in diesem coolen Raum oder auch geheimen Hotel seid, und dort könnt ihr dann auf jeden Fall ein bisschen chillen und mit euren Freunden coolen Fotos machen. Auf dem letzten Platz haben wir einen Ort, den ich bei Acrimex gesehen habe, also Shoutout an dich, Digga. Ich finde diesen Ort richtig nice, und zwar befindet sich dieser Ort unter Wasser. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, ey, unter Wasser, wer geht denn schon unter Wasser in GTA 5? Aber nehmt euch auf jeden Fall mal die Zeit und taucht mal ein bisschen ab in GTA 5. Ich finde es wirklich so heftig, was sich da Rockstar Games auch wieder dabei gedacht hat, mit diesen ganzen Korallen, die sie da hingesetzt haben. Ich finde das so richtig heftig, gerade auch im Story-Modus befinden sich dort auch coole Fische, und wie gesagt, ich kann euch wirklich mal empfehlen, dorthin zu gehen. Ihr könnt euch mit euren Freunden auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Die Location seht ihr auch gerade im Hintergrund, und zwar ist das Ganze am Vespucci Beach, und zwar links vom Del Piero Pier. Und dort müsst ihr dann einfach nur ein bisschen unter Wasser tauchen, und dann werdet ihr schnell feststellen, dass ihr dort eine riesen Höhle habt, die ihr vielleicht noch nie gesehen habt. Mich würde es auf jeden Fall sehr interessieren, ob ihr diese Orte schon mal in GTA 5 gesehen habt oder auch nicht. Das war somit auch von dieser Folge von den geheimen Orten in GTA 5. Ein riesen Dankeschön nochmal an jeden Einzelnen, der mich in letzter Zeit abonniert hat, supportet hat, geliked hat, kommentiert hat und so weiter und so fort. Bitte schaut bei Instagram vorbei für die Gewinner. Mich haben noch nicht die Gewinner angeschrieben. Und schaffen wir heute noch die 60.000 Abonnenten? Boah, das wäre richtig heftig. In dem Sinne bin ich raus, und falls ihr noch einen gemoddeten Account braucht mit 700 Millionen und coolen Farben, coolen gemoddeten Outfits, coolen Farben für die Autos, könnt ihr mir gerne in die Videoschreiben vorbeischauen. Ich bin raus, haut's rein, bis zum nächsten Video. Ciao mit V, Peace. Thank you.